Ja, moin, liebe Outdoor-Freunde, ich bin's der Böde, seid gegrüßt. Heute geht's um Outdoor-Nahrung selber machen. Ich mache mir meine Outdoor-Nahrung seit kurzem selber, da ich mir irgendwann mal gedacht hatte, ja, ich gehe in den Wald und möchte die Natur genießen und was mache ich da? Ich kaufe mir irgendwie Fertignahrung, Outdoor-Nahrung, ja. Kann ich einerseits nachvollziehen, man braucht keinen Topf mitnehmen, wobei den hat man zum Wassererhitzen dennoch dabei und kippt es dann hinterher in den Beutel rein. Und schmeißt hinterher den Beutel weg. Irgendwie passt das für mich nicht so ganz zusammen. Einerseits die Natur zu lieben, andererseits noch mehr Müll zu produzieren. Darum fand ich das eine ganz gute Idee, die Outdoor-Nahrung selber zu dürren. Und hatte mir dann hier so einen Dörrautomaten geholt, wo 4 Portionen reinpassen. Den habe ich bei Atze, dem Buschpiraten, gesehen. Ob jetzt unbedingt natürlich die Ökobilanz da wirklich sehr viel besser von ist, indem ich jetzt selber nochmal Strom produziere, um meine Nahrung zu trocknen, ja, ist dahergestellt, würde ich meine Hand für dich ins Feuer legen. Aber das getrocknete Essen kippe ich halt immer direkt in meinen Topf rein, ja, und erhitze es da drin. Das heißt, die Beutel sind eigentlich kaum schmutzig, ist nur ein bisschen staubig, kann man hinterher auswischen. So mache ich das zumindest und verwende sie immer wieder, was man nicht unbedingt bei der Fertig-Outdoor-Nahrung macht. Was ich für mich noch als Vorteil sehe, ist natürlich bei so einer Mahlzeit, so einer Fertig-Outdoor-Nahrung, die zwischen 7 und 12 Euro ungefähr kostet, dass man natürlich nicht unbedingt weiß, was drin ist. Ist es nun Bio oder nicht? Ich selber möchte gern Bioprodukte essen und würze es auch noch so, wie es mir auf jeden Fall schmeckt. Also mache ich doch am besten selber meine Nahrung. Ich habe es sogar mal ausgerechnet, so eine Portion, wenn ich sie mir selbst mache. Mit Bioprodukten und den Strom abgezogen, ja, bei 4 Portionen bin ich so circa bei 4 Euro gelandet. Vielleicht auch 4,50. Heißt, ich bin für ein Bioprodukt auf jeden Fall sehr viel günstiger noch unterwegs. Aber wie ich schon eben meinte, ja, keine Ahnung, ob jetzt die Biobilanz wirklich sehr viel besser ist. Zumindest verwende ich das Plastik jetzt immer wieder und ich weiß, was einfach in meinem Essen drin ist. Und jetzt wird erstmal gekocht. Ich habe jetzt schon mal alles vorbereitet soweit. Ich habe die Zwiebeln klein geschnitten und ja, ich mache quasi ein Chili Sin Carne, wenn man es so will. Ja, ich habe mir Sojaschnitzel vorher schon mal ein bisschen mit Brühe und mit Sojasauce gebraten, wenn man so möchte. Ja, aber ohne Fett, ganz wichtig. Bei Dürrgerichten benutze ich kein Fett. Jetzt um die Zwiebeln ein bisschen anzubraten, habe ich ein wenig Wasser nur genommen. Und ja, warum nimmt man kein Fett? Sonst wird es ein wenig ranzig. Ja? Genau. Was ich auch noch mache, ich mache immer kein typisches Chili. Bei mir kommen halt noch ein bisschen Kichererbsen rein, Bohnen, Tomaten, ein bisschen Paprika und sogar ja, Esskastanien habe ich hier ein paar. Kommt das Wasser schon mal rein. Ich habe quasi die Reste vom Anbraten der Sojaschnitzel drin gelassen. Das heißt, da ist noch ein Rest Soße, Rest Sojasauce drin. Das habe ich, da kommt der Geschmack einfach auch noch mal ein bisschen mit zusätzlich ins Essen rein. Ja? Brauche ich jetzt nicht extra auswaschen. Ja, dann einmal Zwiebeln. Ja, jetzt habe ich schon die Esskastanien reingemacht, wie man ja gerade auch sehen konnte. Die Zwiebeln sind schon so ein bisschen blasiert und ja, funktioniert mit Wasser eigentlich auch ganz gut. Es kommt ein wenig Ingwer rein. Wie gesagt, das Chili, was ich immer so mache, ist nicht ein unbedingt nach dem Rezept von Chili con Carne. Ich mache halt mal das rein, wozu ich gerade Lust habe. Wir bereiten auch mal zu Hause ein bisschen gehackten Knoblauch vor. Und der hält sich schon ganz gut. Da ist jetzt auch ein klein wenig Fett mit bei, also mehr Fett kommt wirklich nicht ran. Das ist einfach nur ein bisschen länger haltbar, stellen wir im Kühlschrank. Immer wenn wir kochen, brauchen wir immer nur schon den fertig gehackten Knoblauch da reinmachen. Jetzt kommt einmal Tomatenstücke, 2 Dosen. Paprika. Die Kichererbsen und Bohnen kommen mit rein. Was mache ich noch rein jetzt an Gewürzen? Einmal geräucherte Paprika, dann ein paar Chiliflocken, Paprika, edelsüß,
ich selber mag. Sojasauce einfach total gern. Gibt's auch in Bio. Ja, hier habe ich noch so ein Gewürz. Da ist alles Mögliche drin. Schwarzes Meersalz, schwarzer Pfeffer, Senfkörner, Pfefferzwiebeln, Jalapenos, Tomatensenf, Peperoni, Thymian, ach alles Mögliche, ein bisschen Schokolade, Rohrzucker, Sellerie, ein wenig Koriander, ein bisschen Pfeffer gemörsert, ein bisschen Salz. Ist gute halbe Stunde vergangen, Essen ein bisschen durchgezogen. Oh ja, sehr gut. Brauche ich gar nichts mehr nachmachen. Schön scharf. Und diese Rauchpaprika kommt super durch. So, jetzt kommt das Sojaschnetzel hier rein. Die Sojaschnetzel hatte ich vorab mit heißem Wasser aufgekocht und Brühe reingemacht und Sojasauce und dann in einer Pfanne angeröstet, alles ohne Öl, alles ohne Fett, einfach nur mit purer Hitze, viel umrühren hinterher, so mache ich es zumindest, packe ich die heißen Sojaschnetzel auf ein Blech drauf, verteile es, breite es aus, dass noch mehr Feuchtigkeit die Hitze raus kann, dann wird es noch ein bisschen fester und trockener und man hat diese gewohnte Konsistenz vom Gehackten. Und die Flüssigkeit, die da fehlt, dafür, dass ich dann nicht so lange dürren brauche am Ende, weil ich so viel Wasser zugefügt habe, rechne ich nochmal drauf. Das ist aber so ein bisschen Pi mal Auge, ja. Kann man sich ein bisschen verschätzen. Aber bis jetzt hat das immer ganz gut funktioniert bei mir.